So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich habe erledigt, was ich erledigen wollte. Wir machen hier weiter. Und wir haben hier auf Island 5 noch eine kleine Rechnung mit Team Rocket offen. Wer sich dran erinnert. Haben wir noch Schutzlaufen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach ja, und ich bin auch noch mit dabei. Ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Also, die will mich hier echt daran hindern, dass ich hier reingehe, ne? So, jetzt haben wir endlich die beiden Passwörter hierfür. Und dann können wir hier endlich in das Team Rocket Lager. Yay, Rocket Rüppeln aus Marhorn. Yep. Oh, ein paar hübsche Rätsel. Yep. Also, ich muss sagen, was ich bei Pokémon immer toll fand, das waren Rätsel. Yep, ich muss jetzt bloß schauen, wo genau ich jetzt hin will. Sofern ich das hier bestimmen kann, wo geht's denn hier lang? Okay, hier geht's zurück, wenn wir da gehen. Und hier, genau. So, dann haben wir hier eine Perle. Das ist auch so ein Money-Item, was du verkaufen kannst. Upgrade, bringt uns gar nichts, wir können eh nicht tauschen. Und außerdem habe ich kein Porygon. So. Der zweite weibliche Rocket-Rüppel im Spiel. Es gibt nur zwei? Das ist der zweite, dem wir hier begegnen. Achso. Da habe ich mich jetzt verdrückt, ich wollte dann hier auf Flügelschlag gehen. Da war der A-Knopf zu schnell. Ja, generell ein bisschen zu schnell in letzter Zeit. Ja. Aber macht ja nichts. Ich meine, der kriegt unseren Don Marcy doch eh nicht kaputt. Ich meine, wozu trägt er denn Überreste? Genau. Und das war's mit den Hundus da. So, da kommt noch ein Hundus da. Ja, da können wir doch wechseln. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Mike war im letzten Part nicht da im Team, also darf er jetzt mal wieder. So, egal welche Attacke ich jetzt benutze, sie ist, also bis auf Vieländer, alle sind sehr effektiv. Erdbeben ist aber am schönsten. Na, dann nehmen wir das Erdbeben. Zwar total übertrieben, aber was soll's. Ja, übertreiben wir mal ein bisschen. Vor allem, weil Hunduster so eine minimale Verteidigung hat. So. Jetzt die Frage. Ich schau erstmal, wo es hier hingeht. Okay, hier waren wir glaube ich schon, ne? Oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Ja, den haben wir noch nicht gesehen. So. Beziehungsweise der hat dich noch nicht gesehen. Ein Macholo. Ich müsste bei denen hier eigentlich allgemein mal die Attacken ein bisschen anders anordnen. Flügelschlag brauche ich hier an erster Stelle. Es ist ja momentan noch sein Hauptangriff. Auch wenn Risikotacke sein stärkster ist. Ach komm, bleiben wir drin. Sind eh nur Macholo. Und das nächste Macholo. Nee, jetzt kommt noch ein Maschok. Oh, jetzt kommt ein Maschok. Oh. Oh, wie unerwartet. Bringt ihm aber auch nichts, bringt mir nur mehr EP. Yep. So, jetzt ist die große Frage, wohin? Ich probier's jetzt einfach mal hier. Okay, das war schon mal falsch. Das. Man sieht halt leider nicht das Komplettbild, wo man genau hin muss. Das ist das Problem.
Ja, das ist auch der Schwierigkeitsgrad dran. Schauen wir mal hier, das ist gleich dasselbe, ne? Ja, genau. So, einmal mal durchprobieren, alles mitnehmen, was man noch nicht mitgenommen hat. So, also auf jeden Fall mal den hier benutzen. So. Da runter können wir noch. Da ist noch ein Item. Eine Riesenperle. Nett. So, da. Ich glaub, also wenn hier. Wenn Rocket 1 hat, dann haben sie Geld. Ja. So, dann hier, da. Ja, ich muss irgendwie da hochkommen, aber ich sehe momentan noch nicht genau, wohin ich da muss. Genau dafür. Irgendwo muss ich hin, aber ich sehe gerade den Weg noch nicht. Es ist aber auch ein verdammt blödes Rätsel. Also ich habe in Erinnerung, dass da irgendwas saublödes dahinter war. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, ich habe was gesehen. Ich muss jetzt aber erstmal nochmal hier hin, oder? Ne, das war jetzt auch wieder falsch. Moment. Na, ich muss da runter. Aber Moment, irgendwo muss ich jetzt genau hin und ich komme jetzt nicht mehr dahin, wo ich überhaupt hin will. Ne, da wollte ich auch nicht hin. So. Jetzt nehmen wir aber den Ding. Ja. Den hier muss ich auf jeden Fall nehmen. Ich muss hier hin. Den hier muss ich nehmen. Darauf. Dann bin ich zumindest schon mal einen Schritt weiter, weil von hier aus kann ich jetzt den hier nehmen. Und was mir das gebracht haben soll, weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Nicht sehr viel. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Das komme ich jetzt eh gerade nicht hin. Irgendwo muss es noch was geben, wo man noch hingehen kann. Aber wieso sehe ich es nicht? Wieso sehe ich es nicht? Da komme ich nur wieder da unten hin. Ah, ich glaube, ich hab's. Der hier müsste sein. Weil damit kann ich mich hier jetzt in dem Raum frei bewegen. Komm. Darauf. Ha! Oh, noch ein Item. Eine Matschbombe. Die Matschbombe. Sehr schön. So, jetzt kann ich hier hin. Das ist doch genau die Attacke, die du deinen Video King beibringen wolltest. Ja. Yep. So, Mike. Genau. Die Sache ist, dass ich ihm dafür den Surfer verlernen will. Und da muss ich vorher mal kurz zum Attacken-Verlerner-Typi da. Ein Hypno. Den will ich so schnell wie möglich weghaben. Ich dachte, dass du auch auf die Idee kommt, dich zu hypnotisieren. Für solche Fälle habe ich den Risikotackle auf dem Don Marcy drauf. Einmal damit er eine ziemlich starke physische Attacke hat. So. Ach komm, bleiben wir drin. Da gleich noch einen. KP kann man wieder auffüllen. So. Wir haben es geschafft. Wir sind hier. Und ich schmeiß mal kurz. Ups, nicht Item. Tauschen sollst du.
wenn mich nicht alles täuscht, ist das jetzt auch schon. Das ist auch noch ein. Das ist ein Vorstand. Dann ist das auch wirklich Athena. Athena? Ja. Auch wenn sie hier noch keinen Namen hat, aber das ist Athena. Solltest du mittlerweile ja auch kennen, du hast ja schließlich Hard Gold gespielt. Richtig. Schauen wir mal, wie viel der Flügelschlag mehr oder weniger macht. Ungefähr dasselbe. Und er kann eine Gesteinattacke. Ach du Scheiße. Hat jetzt aber weniger abgezogen, als ich dachte. Aber doch, war ja auch kein Volltreffer, ne? Ja, sie hat einen Hypertrank. Fällt mir jetzt gar nicht, vor allem weil die schon einen Komprimator drin hat. Du hast gerade was vom Volltreffer gesagt? Ja. Da war er. Ein Arbok. Arbok. Ich dachte ja ein Arbok, da hast du ja Arbok geschossen. Kriege ich zwar jetzt den Bedroher, aber das Erdbeben reicht auch mit einem Bedroher noch aus, um einen Arbok zu killen. Vor allem, wenn es ein Volltreffer ist und den Bedroher gleich noch ignoriert. Nice. Giflor. Bin ich mit dem guten Don jetzt, glaube ich, am besten dran. Lalu? Dass das kurz gestoppt, das hat bei mir kurz gestoppt und hat gedacht, komisch, bist du doch eigentlich One-Hitten. Da ging die AP-Leiste langsam wieder nach unten, weiter nach unten. Ja, da vorne ist dann übrigens noch Atlas. Wenn du den auch noch kennst. Ja, den kenne ich auch. Auch ein Vorstandsmitglied, ne? Yep. Golbat hat er hier. Jetzt bin ich aber enttäuscht von ihm, dass er nicht mal ein X-Bart hat. So. Einmal weniger Smogmog. Ja, da bleiben wir drin. Smogmog müssen wir auf jeden Fall speziell angreifen, weil physisch hält der zu viel aus. Genau das habe ich befürchtet, dass er macht. Das überlebt er jetzt nämlich, glaube ich, nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Hast du denn ein paar Beleber dabei? Nach dem kommt hier eh nichts mehr, also. Muss ich nur noch dieses Hundemon wegmachen und dann beim Aquana kommt der jetzt definitiv nicht vorbei. Der hält dafür zu viel aus. Das ist schließlich ein Aquana. So,
die Geschichte kommt einem irgendwie bekannt vor, ne? Richtig. Vor allem... so ein kleines bisschen. Wenn man sich das hier mal ansieht. Ein mit Grafiken und Text ausgestatteter Bericht ist auf dem PC-Monitor. Der Einfluss von Magnetwellen bei der Pokémon-Entwicklung. Na, alles klar. Du weißt, worauf das hinausläuft? Ja. Das auf jeden Fall auf den Funkturm. Mitunter der Radio. Der Radioturm und der See des Zorns, das Experiment mit dem roten Garados. Ja. So, und hier, genau. Jetzt dürfen wir noch den Arsch kaputt machen, der uns vorhin den Saphir vor der Nase weggeschnappt hat. Aber immerhin hat er dir das Kennwort genannt. Ja. Er ist also nur halber Arsch. Nur halber Arsch. Das sind heute meine, Wie ist schon wieder? Meine Kommunikationsfähigkeiten sind heute nicht gerade besonders. Ultraschall auf dem Level ist ja total süß. Kann dir was Besseres als Ultraschall zeigen. Macht wenigstens doppelt so viel Schaden. Ey, Drachenwut. Warum hat er denn noch Drachenwut? Er hat noch nichts Besseres gelernt. Okay. In Generation 3 war es jetzt auch noch nicht so, dass die Pokémon schon so voll die Ultra-Attacken lernen. Magnetilo. Der hat ja zum Glück nur ein paar kleine Fische dabei. Ja, der ist wieder so einer, der einen Haufen Pokémon derselben Art in seinem Team gestapelt hat. Gepackt hat und einen entgegenwirft. Ich weiß schon, warum ich meinem Damasi Flammenwurf beigebracht habe. Ein Porygon hat er noch. Der kriegt jetzt nochmal voll Karacho Risikotackle ab. Und weg ist er. Der so. Irgendwo. Da haben wir den Saphir auch nur wieder bekommen. So. Wir sind fertig hier. Wo ist dieser Saphir denn eigentlich gut? Den brauche ich für Celio. Der will damit nämlich was machen. Dass man nämlich, also wenn das jetzt ein Originalspiel wäre und nicht auf dem Emulator, dann könnte ich danach, sobald ich den Rubin und den Saphir habe, den Rubin habe ich nämlich hier schon, kann ich dann nämlich mit den Editionen Rubin, Saphir und Smaragd tauschen. Okay. Das geht nämlich bis jetzt noch gar nicht. So. Ich muss nach Island 1. So. Dann haben wir den Saphir jetzt auch abgegeben. So. Alles klar. So, er ist mit Lanette verbunden. So. Okay, wir haben hier jetzt alles erledigt und ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Schluss mit diesem Part. Wir sind eh schon wieder bei plus minus 20 Minuten und wir machen aber beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein.